Hallo, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspirationen rund um euer Hobby. Und heute gibt es mal wieder eine Feierabendkarte, eine schnelle. Und wie ich die gemacht habe, dies zeige ich dir natürlich jetzt. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer Bescheid bekommst, wenn ich ein neues Video online habe. Ja, jetzt lasst uns mal zusammen starten. Das heutige Projekt brauchen wir einmal einen Fotokarton in Rot. Den halbieren wir einmal. Den brauchen wir für unsere Grundkarte. Außerdem brauchen wir Glitzerkartonrest in Silber. Dann dieses Punktepapier, das habe ich mir zugeschnitten auf 10 x 14 cm. Und dann nehmen wir uns ein Designpapier. Ich habe aus diesem Block mir jetzt ein Papier ausgesucht. Und zwar das Süße hier mit diesen, ja, Bärchen, Hund und Katze. Finde ich ganz witzig. Das habe ich mir zugeschnitten auf 10 x 10 cm. Papierrest in Weiß. Und Moosgummireste habe ich mir jetzt hier. Ne? Viele fragen immer, warum ich sowas nicht wegschmeiße. Das kann ich euch gleich während der Anleitung zeigen, was ich mit solchen Resten mache an Moosgummi. Dann brauchen wir Stempelhilfe, Stempel, rote Stempelfarbe und hier diesen Verblendetool. Doppelseitigen Kleberoller, Klebepads 1 mm, weißen Bastelkleber, Bordürenschere, normale Bastelschere und Sternstanzer in S, ein Schneidebrett. Alternativ natürlich Lineal und Schere zum Zuschneiden. Und dann können wir schon loslegen. Hier haben wir wieder die passende Karte, wo es hingeht. Und jetzt loche ich erstmal 3 Sterne aus. Jetzt nehme ich mein Designpapier und schneide mir das einmal mit meinem Papierschneider durch, ungefähr in der Höhe. Ja, jetzt schauen wir einmal, wie das klappt. Ich schneide es einmal in der Mitte durch, seht ihr? Also es muss nicht exakt so sein wie bei der anderen Karte, aber ich habe es sehr treffend getroffen natürlich. Und jetzt schaue ich einmal, wie es aussieht. Und jetzt nehme ich hier das Moosgummi, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und ja, ich schneide mir das jetzt so zurecht, dass es dann auf meine Karte passt. Und wie ihr seht, es ist ja egal, was da ausgelocht oder ausgestanzt war mal bei dem Moosgummi. Also das sieht man hinterher nicht. Ich habe nur rotes Moosgummi gewählt, damit das einfach farblich besser an der Seite aussieht. Jetzt klebe ich das mit weißem Bastelkleber auf. Ja, so sieht das jetzt aus, wo ich das alles draufgeklebt habe. Und das zusammen klebe ich jetzt auf meinen roten, gepunkteten Cardstock. Und natürlich nehme ich da auch wieder den weißen Bastelkleber für. Schau einmal, wie ich das aufklebe gleich. Und jetzt nehme ich den weißen Bastelkleber. Ja, jetzt nehme ich mir meine, ja, zugeschnittene Doppelkarte, beziehungsweise es ist ja noch keine Doppelkarte. Jetzt müssen wir das einmal in der Mitte falzen. Und dann haben wir ja eine Doppelkarte, eine stehende Doppelkarte. Einmal mit dem Falzbein nachziehen. Und schon haben wir die Karte fertig und können die gestalten. Jetzt klebe ich mit doppelseitigem Kleberoller einmal das, ja, das Gestaltete drauf. Durch diesen Moosgummi haben wir natürlich das Ganze in so einen 3D-Effekt. Und jetzt nehme ich mir einen Papierrest in Weiß. Das brauche ich ja für meine frohe Festtage. Das müsste eigentlich passen. Und dann lege ich es auf und stempel es mit roter Stempelfarbe. Ich stempel meistens so, ja, 2, 3 Mal. Und dann reicht es mir meistens schon. Je nachdem, wie deckend die Stempelfarbe gerade ist. Da ist noch genug drin. Jetzt nehme ich hier wieder meine Zackenschere.
Die habt ihr ja schon sehr oft bei mir gesehen. Das ist wieder die mit diesem Büttenrand. Und die nehme ich ja sehr gerne. Da geht das zuckzuck und wir haben ein kleines Schildchen. Und angebrascht wird es natürlich auch wieder. Das kennt ihr ja schon von mir. Jetzt klebe ich das mit doppelseitigem Klebeband auf. Und die Sternchen klebe ich mit 1 mm Pads auf. Oder ihr könnt auch 2 mm Pads nehmen. Jetzt habe ich vorher noch mal so mal hier und da ein bisschen hin und her geschoben. Das mache ich natürlich vorher auch oftmals, bevor ich die Karten zusammenklebe. Und einfach nur, um zu gucken, wie es auch aussehen könnte. Oder ob man halt mit 2, 3 Änderungen schon direkt eine andere Karte wieder fertig hat. Aber ich habe mich jetzt da entschlossen, doch wie bei der ersten Karte zu verfahren. Das heißt, einmal das Schildchen, darüber dann die ja, Sternchen mit 3D-Pads. Und da ich ja wieder was ändern möchte bei dieser Karte, habe ich jetzt hier noch ein paar, genau gesagt, 3 Stück Pailletten aufgeklebt in Weiß. Ja, das war meine Feierabendkarte für heute für dich. Und mir persönlich gefällt wieder die mit den Pailletten ein kleines bisschen besser. Und ja, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Du kannst es ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bastel dich glücklich, deine Tanja.